Käfigein können wir in einer Woche nur mit Ziegen und Schafen machen. Wir testen das heute mit. Ihr wisst es bestimmt schon. Sagen wir es auf drei. 1, 2, 3. Sensi. Nee, war nur ein Spaß. Wir testen das natürlich wieder mit Barbie. Aber hier ist gerade zufällig eine alte Dame auf unserem Grundstück gestorben. Schlecht für sie. Aber gut für uns, denn was gibt es Besseres, als ein Video mit Sensi zu starten? Hallo, Laszlo. Wir starten natürlich wieder mit 0 Simoleons. Und einem absolut leeren Grundstück. Ja gut, einen Briefkasten haben wir. Und einen Grabstein. Und was sehe ich da? Leute, hier ist einfach eine wilde Ziege. Ist das Schicksal? Die günstigste Ziege und das günstigste Schaf kosten 150 Simoleons. Was wir uns definitiv noch nicht leisten können. Die Ziege wäre auch bereit zum Melken. Und die Ziege mag uns nicht. Hä? Und wo kommt dieses Schaf jetzt her? Das Schaf wäre bereit zum Scheren. Und es mag uns nicht. Wir besuchen auf jeden Fall mal unseren wundervollen Nachbarn. Klopfen hier direkt an die Tür. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das Schäfchen und die Ziege ihm gehören. Wir sind bei ihm zu Hause. Aber die Ziege und das Schäfchen sind trotzdem auf unserem Grundstück. Da sie aber nicht Teil von unserem Haushalt sind, kann ich sie nicht scheren und melken. Oh nein, Freunde, ich kann sie leider auch nicht entführen. Das ist schon echt tragisch. Und deswegen schiebe ich Barbie jetzt mal in diesen Haushalt. Und so können wir das Schäfchen jetzt endlich scheren. Da scheren wir jetzt unser allererstes Schäfchen. Und dafür bekommen wir 30 Simoleons. Okay, dann melken wir noch schnell die Ziege. Oh, und wir haben direkt 2 Flaschen bekommen, weil wir eine Rancherin sind. Also glaube ich. Und die Qualität ist ausgezeichnet. Und für die 2 Flaschen bekommen wir 37 Simoleons. Und jetzt müssen wir warten, denn Zwergschafe können einmal pro Tag geschoren werden und Ziegen einmal pro Tag gemolken. Aber Barbie hat mittlerweile eh Hunger und unser wundervoller Nachbar hat sogar was für uns gekocht. Und um unsere Dankbarkeit zu zeigen, dass wir sein Essen, seine Dusche, seine Toilette, seine Ziegen, seine Schafe, sein Essen, warte, das habe ich schon gesagt, dass wir all das benutzen dürfen, habe ich ihm natürlich ein Geschenk mitgebracht. Und zwar den Kartoffelnektar. Können wir auch für 272 Simoleons verkaufen, aber wir wollen heute ja nur Geld mit Schafen machen und Ziegen. Aber ich glaube, Schafe sind mehr wert. Vielen Dank, dass ich dich ausnutzen darf. Ich hoffe, dir gefällt dein Geschenk. Hallo? Mir gefällt der Kartoffelnektar nicht. Unsympathisch. Und Fabi ist deswegen jetzt traurig. Nicht geschätztes Geschenk. Das bricht mein Herzchen jetzt schon ein bisschen. Wir sind mit Barbie jetzt im Dorfzentrum. Hier geht es wirklich grottenschlecht jetzt. Und deswegen bestellt sie sich jetzt was zu trinken. Ihr Lieblingsgetränk. Was ist wohl Barbies Lieblingsgetränk? Das werden wir gleich herausfinden. Und ich finde jetzt auch raus, was es für Aufträge gibt. Das finden wir wohl erst morgen raus. Und Barbies Lieblingsgetränk ist Wasser. Barbie, wir haben so viel gemeinsam. Und danke, dass du Hashtag familienfreundlich bleibst. Wir haben mitten in der Nacht. Das heißt, praktisch ist es schon der nächste Tag. Können wir die Ziege wieder melken? Ja! Dann melken wir jetzt unsere Ziege. Wir haben dafür wieder 2 Flaschen bekommen. Und bekommen 44 Simoleons. Aber wo ist unser Schäfchen? Oh mein Gott, Leute, ich glaube, das Schäfchen ist für immer verloren. Hallo? Hat jemand meinen Schäflixer? Ah, hier. Das scheren wir natürlich wieder. Während Don zur Arbeit gegangen ist. Das ist perfekt, Leute. Barbie ist nämlich hundemüde. Und wir haben Wolle im Wert von 45 Simoleons bekommen. Oh mein Gott, Leute, wisst ihr, was das heißt? Ich sag's euch gleich, nachdem Barbie wieder wach ist. Ich habe all das Geld zusammengezählt, das wir jetzt mit dieser Ziege, mit diesem Schaf gemacht haben. Und es sind 156 Simoleons. Heißt, wir können uns unser eigenes Schaf kaufen. Das heißt, wir ziehen jetzt hier wieder aus. Aber wir nehmen auch die Ziege und das Schaf mit. Ich meine, seht ihr kann, wie schlecht es den beiden geht. Für den alten Mann ist das offensichtlich zu viel Arbeit. Und es fällt ihm wahrscheinlich gar nicht auf, wenn die beiden weg sind. Bye. Und ziehen zurück auf unser altes Grundstück. Hier kaufen wir uns jetzt direkt ein Schäfchen. Und platzieren auch die anderen beiden. Und um die kümmern wir uns auch direkt. Wir müssen die natürlich auch füttern. Für 4 Simoleons. Nee. Wir putzen es jetzt auf jeden Fall mal. Und dann suchen wir Präriegras. Das sollte als Futter reichen. Können wir unser neues Schäfchen schon scheren? Ja! Ich gebe dem jetzt auch mal einen Namen. Unser allererstes eigenes Schäfchen heißt Lamborghini. Das wir gestohlen haben, nennen wir Mähdrescher. Und unsere Ziege heißt Vincent van Goat. Ja, und wir können die schon wieder scheren. Scheren und melken. Das ist ja der absolute Hammer. Für die weiße Wolle bekommen wir 30 Simoleons. Für die beige Wolle kriegen wir 45 Simoleons. Und wir haben 2 Flaschen Milch für 37 Simoleons. Und damit haben wir wieder 118. Leute, und da fällt mir gerade auf, wir haben erfolgreich alle Nachbarn in Chestnut Ridge ausgenutzt. Das Scheren und Melken ist nicht die einzige Art und Weise, wie wir Geld mit Ziegen und Schafen machen können. Wenn wir auf die Tafel drücken und dann auf kommunale Aufträge und dann nach ganz unten gehen, gibt es die Ziegenstreichelparty und Schafe auf dem Feld des Nachbarn grasen lassen. Dafür bekommen wir 95 bis 210 Simoleons, aber wir brauchen dafür mindestens 3 Schafe im Inventar. Da wissen wir direkt, was unser nächstes Ziel ist. Oh, und anscheinend war das Nachbarschaftskomitee da und ich habe es gar nicht mitbekommen. Auch nicht schlecht. Dann haben wir wenigstens was zu essen. Barbie muss nämlich langsam aufs Klo und duschen. Aber ja, auf unserem Grundstück befindet sich nichts. Und auch der Grabstein ist verschwunden. Kann ich mich nicht hier mit dem Wassertrog waschen? Nee, leider nicht. Eine Toilette haben wir hier nämlich zum Glück. Und mit unserem eigenen Gestank müssen wir jetzt halt leider gerade leben. Oh, wie süß, die drei jetzt schlafen. Warum kann Barbie sich nicht einfach auf den Boden legen und schlafen? Aber gut, vielleicht ist es besser, dass sie wach ist. Unsere Ziegen sind nämlich gerade nicht in Sicherheit. Es könnte nämlich tatsächlich passieren,
dass ein Werwolf auftaucht und sie frisst. Und unser Schäfchen ist ausgehungert. Oh mein Gott, wie ist das jetzt passiert? Okay, wir sammeln sie alle ein und lassen sie hier jetzt wieder raus. Und dann essen sie hoffentlich das Präriegras. Leute, ich will echt nichts sagen, aber unsere Schäfchen sind unglücklich und ausgehungert. Aber unsere Ziege ist schon wieder sehr glücklich und satt. Ich sag's euch, Leute, Ziegen sind einfach ein bisschen sass. Und das nicht nur wegen ihren Augen. Und Barbie ist ohnmächtig geworden. Außerdem könnten wir unsere Ziege für 180 Simoleons weiterverkaufen. Leute, sollen wir das machen? Ich habe einfach das Gefühl, Ziegen bringen nicht so viel. Wir kümmern uns mal wieder um unsere Tiere. Und wir haben damit jetzt genug Geld gemacht, damit wir uns ein neues Schäfchen kaufen können. Und wir können uns sogar schon ein teureres Schäfchen kaufen. Von dem ist die Wolle dann auch mehr wert, also das machen wir. Platzieren es direkt in der Welt. Nennen es Timmy. Ah, wir können ihn auch direkt scheren. Für 30 Simoleons. Ja, das ist aber nicht mehr Geld wie für die anderen Ziegen. Schafe, natürlich. Wir packen sie auf jeden Fall mal alle ein. Und dann machen wir unseren allerersten Auftrag. Der geht 4 Stunden und gibt uns hoffentlich einiges an Geld. Barbie hat einen Zwergschaft-zu-vermieten-Shop begonnen. Und wir haben 95 Simoleons dafür bekommen. Und Leute, es wird Zeit, dass wir unsere Nachbarn mal wieder besuchen. Keiner zu Hause. Dann besuchen wir diese Familie hier. Das Haus von denen ist nämlich riesig. Und dann bekommen die nicht mit, wenn ich ihre Sachen benutze. Lamborghini denkt darüber nach, aufgrund von unangemessener Betreuung das Weite zu suchen. Nein! Oh, und wir wurden beim Duschen erwischt. Wir schnappen uns jetzt hier noch ganz schnell was zu essen. Und dann lassen wir wieder all unsere Tiere frei. Wir können sie mittlerweile auch wieder scheren. Aber weil es ihnen so schlecht geht, bekommen wir richtig wenig Geld dafür. Das ist richtig tragisch. Aber ich musste mich halt echt mal um Barbies Bedürfnisse kümmern. Oh, wir haben sogar 2x Wolle bekommen, aber die Qualität ist schlecht. Toll. So, jetzt geht es allen Tieren wieder tipptopp. Und Barbies Bedürfnisse gehen wieder runter. Wir haben ja erst 4 Tiere. Das ist einfach jetzt schon ultra anstrengend. Wir können uns jetzt nämlich noch ein 5. kaufen. Wir kaufen uns jetzt aber wieder ein günstigeres Schaf. Und wir können sie wieder scheren. Und melken. Dafür haben wir 150 Simoleons bekommen. Und wir machen natürlich wieder einen Auftrag. Schaf für Kinderparty. Klingt sehr unangenehm. Machen wir jetzt aber trotzdem. Und wir haben 115 Simoleons verdient. Wir lassen die Schäfchen natürlich sofort wieder frei, bevor die wieder durchdrehen. Und kümmern uns um jedes einzelne. Wir füllen unsere Bedürfnisse dazwischen wieder mal bei unseren Nachbarn auf. Halten es offensichtlich nicht mal mehr für nötig, Kleidung anzuziehen. Momentan haben wir übrigens 450 Simoleons. Und wir sind an Tag 4. Also das ging mit Pferdemist und Nektar definitiv schneller und besser. Aber wir geben nicht auf. Und kaufen uns heute ein rosa Schaf für Barbie. Seht ihr gerade, wie sehr sie sich darüber freut. Das nenne ich jetzt einfach mal Favorit. Und wir bekommen direkt schon mehr Geld dafür. Will ich auch hoffen, das war echt teuer. Wir packen es ein und machen wieder einen Auftrag. Für den haben wir 134 Simoleons bekommen. Besser als nichts, glaube ich. Ich stelle Barbie hier mal eine öffentliche Toilette hin. Die hat nichts gekostet. Aber sonst können wir uns auch so gut wie nichts leisten. Ein Bett könnten wir uns leisten. Die günstigste Dusche kostet ja 300 Simoleons. Das geht sich leider noch nicht aus. Aber ich glaube, ein Bett wäre wirklich nicht schlecht. Ein Bett und ein Klo. Und wir werden von irgendwas angegriffen. Toll. WC-Plage. Überall in der Toilette fliegen Viecher rum. Bäh. Aber wir können unsere Tiere wieder scheren. Und jetzt haben wir wieder 168 Simoleons. Leute, das ist so wenig. Ich könnte heulen. Und was macht Christopher auf unserem Grundstück? Er spricht uns sogar an. Leute, Christopher ist ein Werwolf. Und ich weiß, er ist eigentlich bei den guten Werwölfen. Aber darauf würde ich mich nicht verlassen. Pfoten weg von meinen Schafen. Und der Ziege natürlich auch. Der Mann geht auch nicht mehr. Entschuldigen Sie, Sie stören mich bei meiner Arbeit. Hä? Was will der von uns? Außer unsere Schafe natürlich. Wir könnten eine Kissenschlacht mit ihm machen. Auf diesem Minibett. Okay, Leute, ich weiß nicht, was gerade passiert. Oh mein Gott. Aber solange die Pfoten von unseren Schafen lässt, bin ich glücklich. Aber Barbie hat mittlerweile unglaublich Hunger. Heißt, wir besuchen mal wieder unsere Nachbarn. Und ich hoffe, wenn wir zurückkommen, sind alle unsere Schafe und Ziegen noch da. Yep, und Christopher ist auch noch da. Oh mein Gott, Leute, wir haben heute Vollmond. Bis jetzt schlafen alle friedlich und Christopher passt nur auf. Okay, Leute, da wir gerade Mitternacht haben, würde ich sehr gerne was ausprobieren. Wir reisen jetzt nach Moonwood Mill. Hier wohnen alle Werwölfe. Wir gehen jetzt hier zu dieser Bar. Und hier lassen wir jetzt alle unsere Ziegen und Schafe raus. Ich sehe momentan nur diesen einen Werwolf hier. Aber die ist am Arbeiten. Und ich würde wirklich gerne wissen, was mit den Tieren passiert, wenn Werwölfe in der Nähe sind. Doch bleiben sie alle brav bei mir. Und hier ist es schon wirklich richtig unheimlich. Oh, und die Werwölfe sind hier unten im Bunker. Da komme ich leider nicht rein, weil ich kein Werwolf bin. Barbie als Werwolf. Auch interessant. Und ich wollte hier ein bisschen Drama haben, aber niemand interessiert sich für unsere Schafe. Der Werwolf steht einfach direkt vor uns und macht einfach nichts. Außer sich selber anzünden. Oh mein Gott, und hier ist ein Werwolfkampf. Aber beide interessieren sich nicht für unsere Schafe. Gut, dann gehen wir halt wieder arbeiten. Und wir haben gerade fast 800 Simoleons. Das heißt, wir können uns eine Dusche leisten und eine Kühlbox. Und damit haben wir es geschafft. Wir müssen nicht mehr zu den Nachbarn gehen. Wir können all unsere Bedürfnisse jetzt zu Hause erfüllen. Außerdem kaufe ich dieses Heuding und werde dafür 30 Simoleons Heu reinpacken. Ich bin gerade im Himmel. Könnten wir uns zufällig vielleicht ein...
so, nee. Wir können uns nicht mal ein kleines Häuschen bauen. Aber wir haben noch 2 Tage Zeit, vielleicht geht es sich aus. Und die Ziegen und Schafe waren gerade schlau genug, dass sie von selber gegessen haben. Und jetzt brauchen sie alle Zeit gleich Liebe. Wir haben jetzt genau noch 1 Tag Zeit, um Geld zu verdienen. Ich werde jetzt aber trotzdem noch ein Schäfchen kaufen. Oh, ich hätte mir so gerne das teuerste gekauft. Vielleicht geht es sich ja noch aus. Mit ganz, ganz, ganz viel Glück. Wir gehen jetzt natürlich wieder arbeiten und haben damit 154 Simoleons gemacht. Ach, das ist nicht so viel. Ich kümmere mich jetzt noch um jedes einzelne Schäfchen, damit wir morgen hoffentlich ganz viel Geld bekommen. Wow, was ist hier schon wieder los? Eww, das sieht richtig eklig aus. Aber Hauptsache Barbie geht es sonst gut. Wir müssen jetzt nämlich einfach unser Grundstück nicht mehr verlassen. Ich werde jetzt aber auch noch ein Waschbecken kaufen. Wir haben jetzt den allerletzten Tag. Ich werde alle Schafe nochmal scheren, unsere Ziege melken und mit allen zur Arbeit gehen. Oh mein Gott, ich sehe gerade, man kann mehrmals am Tag zur Arbeit gehen. Wow. Toll, dass ich das jetzt am Schluss rausfinde. Und somit haben wir 1 Woche später alles, was ein Sim so zum Leben braucht. 6 Schafe, 1 Ziege und 839 Simoleons.